Unser Hund rennt nach unserem Training auf die Kiste und wartet jetzt darauf, wie es weitergehen wird. Wir haben nun zwei Möglichkeiten. Einmal nimmt man Futter, zeigt es dem Hund, geht also in Vorleistung bzw. Vorkasse. Dann führt man den Hund in eine gewünschte Position. Diese Position, beispielsweise Sitz, ist das Erste, was der Hund lernt. Und er wird für die Ausführung mit Futter belohnt. Dazu lernt der Hund über die klassische Konditionierung, wie er sich dabei fühlt. Im Grunde genommen gut. Deshalb wird das Sitz auch schnell gelernt, denn es gibt Futter. Ein voller Bauch ist zufrieden. Zusätzlich ermöglicht die Sitzposition einen guten Blick auf den Hundeführer und dem, was er tut. Kommt ein Futter, ist die Sitzposition hervorragend geeignet, es ohne Probleme entgegenzunehmen und sofort empfangsbereit zu sein für den Nachschub. Im Hundesport trainiert man das Fuß auf diese Weise. Der Hund folgt der mit Futter gefüllten Hand, das nennt man dann Futtertreiben. Der Hund macht also Trieb auf die Hand. Der Hund lernt die Position, neben dem Hundeführer zu laufen, fühlt sich in dieser wohl, da er für sein Engagement das bekommt, was er will, nämlich Futter. Später wird das Futter aus der Hand ausgeschlichen und die Hand wandert an die Seite des Kopfes. Ohne Vorkasse kann der Hund sogar über einen langen Zeitraum Fuß laufen und wieder später bekommt der Hund nur noch Futter für eine sehr gute Ausführung. Was wir hier haben, ist ein reaktiver Hund. Das ist erstmal nichts Schlimmes. Der Hundeführer hat Futter, zeigt es dem Hund und führt ihn in eine gewünschte Position. Der Hund folgt. Er ist gefangen zwischen dem, was er will und dem, was er tun soll. Essen und Fußlaufen. Machst du was, kriegst du was. Bei guten Hundeführern passt das Ergebnis und sieht immer toll aus. Bei weniger guten Hundeführern wird mittels Hilfen nachjustiert. Der zweite Weg ist, dass man den Klicker konditioniert als eine Ankündigung für eine Belohnung. Der Klick ersetzt den Vorhalt des Futters. Klick ist ein Versprechen auf die Belohnung, ein Check. Niemand hat ein Problem damit, einen Check anzunehmen. Machst du etwas, bekommst du den Check Klick und dann kannst du den in Futter umwandeln. Der Unterschied zu oben ist nun, dass kein Futter dem Hund den Weg in eine gewünschte Position zeigt, die dann als Belohnung das Buffet öffnet. Die beispielsweise Position geh zurück, anstatt mich anzuspringen oder gehe auf das Bodentarget, deinen Parkplatz, sind der Schlüssel, um den Lieferbetrieb zu starten. Doch den Schlüssel muss der Hund allein finden. Als Hilfe hat er nur die Rückmeldung Klick und Futter, wenn die Richtung stimmt. Später muss er bei mehreren Schlüsseln selbst herausfinden, welcher Schlüssel zu verwenden ist. Der Hundeführer gibt über das Klick und Belohnung nur eine Rückmeldung über die Richtung, richtig oder falsch. Falsch hat als Folge nur die ausbleibende Belohnung. Mit dem Klickertraining erhält man einen aktiven Hund, der sich bewusst einbringt und Wege sucht, um seine Interessen zu verfolgen und Ergebnisse in seinem Sinne zu erzielen. Das, was er sich dabei sozusagen als Schlüsselkompetenz selbst beibringt, wie beispielsweise den Kühlschrank zu öffnen, wird er nie wieder in seinem Leben vergessen. Er wird es zuverlässig anwenden, da er sich dabei wohlfühlt und Erfolg hat. Im Grunde genommen glaubt der Hund, er manipuliert uns dazu, den Lieferbetrieb zu starten und wir lassen ihn das eben glauben. Ein wesentlicher Vorteil des Klickertrainings ist der: Geht beim Training mit ausschließlich Futter der Hund aus der Übung, ruft man ihn in der Regel wieder zurück und versucht dann weiterzuarbeiten. Man nimmt Futter in die Hand und führt den Hund in die Übung zurück. Geht beim Klickertraining der Hund aus der Übung, was auch hier vorkommt, wartet man, bis der Hund sich wieder in Richtung Hundeführer bewegt und sei es nur, dass er den Kopf in unsere Richtung bewegt. Dann erfolgt das Klick und der Hund holt sich beim Hundeführer seine Belohnung ab. Damit ist er dafür belohnt worden, dass er sich selbstständig vom Außenbereich abgewendet und dem Innenbereich des Hundeführers zugewendet hat. Zusätzlich kam der Hund zum Hundeführer zurück, da er seinen Lohn abholen wollte. Natürlich weiß man nicht, ob der Hund tatsächlich zum Hundeführer zurückkommen wollte, aber die Ansätze der Bewegung des Hundes haben zum gewünschten Verhalten gepasst. Das wird dem Hund mitgeteilt. Es gab keine Korrektur, keine Maßregelung und keine Handlungsaufforderungen. Würde man warten, ob der Hund tatsächlich zu seinem Hundeführer zurückkommt, würde man manchmal ewig warten müssen oder ihn dann doch rufen bzw. korrigieren müssen. So hat man die Möglichkeit, den Hund immer wieder zu bestätigen für das gewünschte Verhalten, und zwar schon im Ansatz des Verhaltens. Der einzige Hebel ist der, dem Hund den Weg zu dem zu zeigen, was er will, seiner Belohnung, über Klick und Futter. Natürlich gibt es Überschneidungen bei den Trainingsvarianten. Der gute Hundeführer wird seinen Hund auch loben, wenn er sich ihm wieder zuwendet, und dann würde der Hund ebenfalls zum Hundeführer zurückkehren, um seine Belohnung in Empfang zu nehmen. Der wesentliche Unterschied ist,
dass man beim Clicker-Training aufgrund des Trainingskonzeptes den Hund gehen lässt, ohne negative Folgen für den Hund. Beim konventionellen Training lassen gute Leute ihren Hund auch gehen und warten, bis er entsprechend hungrig, also wieder motiviert genug ist, um mitzuarbeiten. In der Regel aber wird der Hund daran gehindert werden, den Übungsbereich zu verlassen. Durch geschickte Trainingsortsgestaltung macht man das beim Clicker-Training auch, aber man lässt es unterschwellig passieren. Der Hund wird nicht festgehalten. Es ist aber eine Illusion zu glauben, alles mit dem Clicker-Training regeln zu können. Aber bis zu diesem Tag hatte man ein Training, welches Hund und Hundeführer überwiegend Spaß bereitet hat und mit wenig Frustration, Korrektur und Zurechtweisung. Zwei weitere Punkte sprechen ebenfalls für das Clicker-Training. Der Clicker klingt für den Hund immer gleich, unabhängig von der Befindlichkeit des Hundeführers. So ist ein gutes Training mit schlechter Laune möglich. Will der Hundeführer gewünschtes Verhalten des Hundes bestätigen, ist er am Anfang mit Auge, Hand immer schneller als mit Auge, Stimme. Es ist also eine präzisere und bessere Bestätigung möglich, der Hund lernt schneller und besser. Das Klickgeräusch spricht das vegetative Nervensystem des Hundes an. Bei engagierten Hunden sieht man, wie sich für den Bruchteil einer Sekunde die Augen weiten, wenn sie den Klick als Freigabe wahrnehmen. Damit werden die Emotionen massiver angesprochen als mit einem verbalen und laschen Okay. Anfängern fällt es nicht immer leicht, dem Hund emotional glaubwürdige Freigaben oder Bestätigungen zu geben. Der Hundeführer muss das meistens lernen. Da ist er mit dem Klick ebenfalls besser bedient. Wie oben schon angesprochen, haben beide Methoden ihre gemeinsamen Bedingungen. Der Hund muss das wollen, was seine Belohnung sein soll. Soll er für Futter arbeiten, muss er hungrig sein. Ist er nicht hungrig, kann man vielleicht noch die Futterqualität verbessern. Anstatt von Trockenfutter gibt es nun Hühnchen oder ein Lachsbrötchen. Grundsätzlich gilt aber, ein voller Bauch trainiert nicht gern, da er nicht kann und nicht muss. Man kann auch mit dem Ball aufhusten oder einer Beißwurst, wenn der Hund gerne damit spielt oder kämpft. Mit Futter als Belohnung kann man den Hund sachlicher, ruhiger, also übersichtlich führen. Mit dem Ball kommt dann die Rasanz, beziehungsweise erst der Ball ist dann den von außen kommenden Reizen ebenbürtig. Der Hund erfüllt die Anforderungen der Übung und bekommt als Belohnung kurz sein Motivationsobjekt. Es folgt ein Stopp, wo er es nicht benutzen kann, und erfüllt er die nächste Anforderung, darf er wieder kurz seinen Ball haben, ihn tragen und immer so weiter. Ebenfalls kann man seinen Hund mit Streicheln oder Raufen belohnen, also mit persönlicher Zuwendung. Nur wird da das Arbeiten oft entspannter, zu entspannt oder zu doll für den Hundeführer. Oft wollen die Hunde während des Trainings nicht angefasst werden, da sie mehr als gestreichelt zu werden als Motivation für ihre Arbeit brauchen. Erst Futter, Ball oder Beißen führt sie in den optimalen Betriebsmodus und darauf bestehen sie dann auch. Bevor man seinen Hund trainiert, sollte man ihn vorher nicht mit Ballspielen oder Spaziergängen ermüdet haben. Besser ist es, ihn beispielsweise früh zu trainieren, nachdem er aufgestanden ist. Da ist der Hund frisch und voller Tatendrang und man kann ihm zur Belohnung auch erlauben, sich an einem Baum zu lösen. Dann gibt es noch Frühstück dazu und wenn wir dann zur Arbeit fahren, ruht sich der Hund erstmal aus. Ein weiterer guter Zeitpunkt für das Training ist es, wenn man von der Arbeit heimkommt und der Hund den ganzen Tag auf einen gewartet hat. Da macht ihm die Arbeit Freude. Ansonsten ist es eine gute Idee, seinen Hund vor dem Training eine Zeit lang zur Ruhe anzuhalten. Beim Diensthund ergibt sich das ja zwangsläufig, wenn er am Auto warten muss. Holt man ihn heraus, freut er sich darüber und dass der Hundeführer nun Zeit für ihn hat. Das nennt man Deprivation oder Vereinsamung, was beste Voraussetzungen für ein Training schafft, da der Hund dann intrinsisch aus seinem Inneren heraus motiviert ist, seinem Hundeführer zu folgen. Und nun fangen wir an.